Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit dem Lehrtext aus Galater 2, Vers 20. Was heißt es, als Christ zu leben? Viel zu viele Menschen versuchen das immer noch irgendwie hinzukriegen, irgendwie sich an Jesus ein Beispiel zu nehmen, so ähnlich zu sein wie er, christliche Gebote zu halten. Da sollten wir nicht alle ein bisschen mehr so sein wie Jesus nach diesem Motto, aber in eigener Anstrengung, aus eigener Kraft. Und das endet in Krampf oder in Enttäuschung oder in Heuchelei. Aber Paulus zeigt einen anderen Weg. Er sagt, wenn du zu Jesus gehörst, wenn er in dein Leben gekommen ist, wenn du ihn dich anvertraut hast, dann hast du ein neues Leben. Dann ist dein altes Leben vorbei. Eigentlich sagt er, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Dein altes Leben ist mit Christus gekreuzigt, begraben in der Taufe und du hast neues Leben empfangen. Es hat was Neues angefangen. Und dieses neue Leben ist eigentlich Christus, der in dir lebt, der durch dich lebt, der durch dich liebt, der in dir den Willen des Vaters tut, der in dir ein Verlangen gibt, danach Gottes Willen zu tun, was du aus dir selbst nie hättest. Und darauf kann ich bauen. Da geht es nicht um meine Möglichkeiten. Herr, ich bin am Ende mit meiner Liebesfähigkeit diesen Menschen gegenüber. Ja, ist kein Problem, weil Jesus noch lange nicht am Ende ist. Und er liebt ihn durch dich hindurch. Wenn du dich ihm öffnest, wenn du dich ihm hingibst, wenn du mit ihm weitergehst. Und das ist wirklich eine frohe Botschaft. Du hast neues Leben in Jesus. Er lebt in dir. Und er lebt durch dich hindurch. Er liebt durch dich hindurch. Nimm das doch an für dich als Wahrheit, dass dein neues Leben Christus ist. Und mit ihm kannst du weitergehen. Mit ihm kannst du das Leben leben, was Gott für dich vorgesehen hat. Jesus, danke für dieses Geheimnis. Danke für diese Wahrheit, dass du in mir lebst. Dass es nicht auf mich ankommt und meine Möglichkeiten, sondern auf dich und deine Möglichkeiten. Mit dir will ich weitergehen. Auf dich will ich hören. Deine Liebe in mir will ich wirken lassen. Deiner Wahrheit in mir will ich Raum geben. Verherrliche du dich in mir. Amen.